Entsprechend unseren Regeln wird die Frage des Abgeordneten Dr. Friesen zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schriftlich beantwortet. Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Zur Beantwortung der Fragen steht der parlamentarische Staatssekretär Norbert Bartle zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 26 des Abgeordneten Stefan Gelper zu unterschiedlichen Aussagen der Bundesregierung zu Anträgen zum Sofortprogramm zur Luftreinhaltung für Kommunen. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kollege Gelper. Die Antwort lautet wie folgt. Sowohl die Aussagen in der Pressemitteilung vom 20. Dezember 2017 als auch die Antwort der Bundesregierung auf Ihre schriftliche Frage 89 auf Bundestagsdrucksache 19-317 sind richtig. Mit den am 20. Dezember 2017 überreichten Förderbescheiden unterstützt die Bundesregierung die Kommunen bei der Erstellung von Masterplänen. Das Sofortprogramm Saubere Luft selbst dagegen beinhaltet Förderprogramme zur Umsetzung konkreter Maßnahmen vor Ort. Also ausschließlich auf diese konkreten Maßnahmen vor Ort bezog sich die Antwort auf die schriftliche Frage 89. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Sehr geehrter, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär Bartle, gehe ich aber da recht in der Annahme, dass das zumindest für den Beobachter des Handelns der Bundesregierung, ich sag mal, mindestens uneindeutig wirkt, so als ob die eine Hand nicht weiß, als was die andere tut. Das zum einen und zum anderen. Sie kennen ja die Relevanz dieser Frage. Die Klagen der Deutschen Umwelthilfe sind Ihnen ein Begriff. Die sollen ja auch im Februar zur Entscheidung gelangen. Mit so halbherzigen Handeln der Bundesregierung, ich sag mal Konzepterstellung, werden Sie ja keine Gerichte überzeugen können oder auch die Kommunen nicht in die Lage versetzen können, Gerichte zu überzeugen, dass das ausreicht, um die Luftreinhaltung in den Städten zu organisieren und uns somit, das ist ja Ihr Begehr, Fahrverbote zu umgehen. Deswegen nochmal die Frage, ist das das Handeln der Bundesregierung, das Sie vorschlagen, das Sie fortsetzen wollen oder kommt da noch was, was mehr ineinander greift? Bitte, Herr Staatssekretär. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kollege, das Bestreben der Bundesregierung ist eindeutig darauf ausgerichtet, dass wir möglichst schnell und möglichst unbürokratisch den Kommunen helfen können, vor Ort helfen können, die betroffen sind. Betroffen sind diejenigen Kommunen, deren Grenzwerte im Jahresschnitt über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft liegen. Diese Kommunen sind auch antragsberechtigt. Wir haben dann als Bundesregierung in sehr einheitlichem Vorgehen in Abstimmung mehrerer Ressorts das Vorgehen so gewählt, dass wir die Kommunen unterstützen bei der Erstellung von Masterplänen. Da aber das Sofortprogramm Saubere Luft nicht in jedem Fall einen Masterplan voraussetzt, sondern in diesem Sofortprogramm unterschiedlichste Förderinstrumentarien zusammengebunden werden, um möglichst schnell und unbürokratisch helfen zu können, ist es eben so, dass in manchen Fällen zunächst ein Masterplan erforderlich ist, in anderen eben nicht. Deshalb machen wir auch unterschiedliche Förderaufrufe in verschiedenen Zeitabständen, um damit möglichst schnell und möglichst direkt und möglichst unbürokratisch dazu beizutragen, dass nicht nur die Masterpläne erstellt werden können, sondern dass dann auch konkrete Maßnahmen gefordert werden können vor Ort. Das bezieht sich auf verschiedene Sachverhalte, diese Sofortmaßnahmen. Das ist einerseits die Elektrifizierung der Verkehre und der dazu notwendigen Ladeeinrichtungen. Das ist andererseits zum Beispiel die Nachrüstung von Dieselbussen im öffentlichen Personennahverkehr mit entsprechenden Abgasbehandlungssystemen. Und das sind vor allem schwerpunktmäßig die Maßnahmen zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Das ist auch der Schwerpunkt, der resultiert aus dem Paket, das ja 1 Milliarde umfasst und das beschlossen wurde, um damit möglichst schnell vor Ort den Kommunen helfen zu können. Bevor Sie das Wort zur zweiten Nachfrage bekommen, ein Hinweis. Die optischen Zeichen sind nicht nur zur Orientierung derjenigen gedacht, die uns hier zuhören und uns hier beobachten, sondern sollen auch eine Hilfestellung für Fragestellerinnen und Fragesteller wie für Antwortende sein, damit sie dann rechtzeitig zum Schluss kommen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich verstehe das schon, dass der Herr Bartle da weit ausholen musste, weil was er vorgetragen hat, war definitiv vieles, aber nicht schnell und nicht unbürokratisch. Und deswegen nochmal die Frage, das Dieselgeld oder auch die Luftverschmutzung in den Städten ist ja jetzt nicht erst seit 2-3 Monaten bekannt, sondern schon deutlich länger. Deswegen, was tun Sie, um schnell und unbürokratisch die Kommunen in die Lage zu versetzen, bei den anstehenden Gerichtsverhandlungen darzustellen, dass sie in der Lage sein werden, die Grenzwerte für die Luftverschmutzung einzuhalten? Nochmals, Herr Kollege Gelper, das Handeln der Bundesregierung ist äußerst schnell und zügig erfolgt, um diese Grenzwertbelastungen zu reduzieren. Ein Teil bezieht sich darauf, dass die Kommunen ja zunächst einmal Masterpläne entwickeln müssen, um selbst darstellen zu können, was vor Ort notwendig ist, um dort die Schadstoffbelastung der Luft zu reduzieren. Der andere Teil bezieht sich darauf, dass wir bestehende Förderinstrumentarien, die es bereits schon gibt, wir fördern ja nicht erst seit gestern die Elektromobilität zum Beispiel, dass wir bestehende Förderinstrumentarien einerseits anpassen, was die Förderkriterien anbelangt, andererseits auch die Mittel dafür aufstocken, um mehr Mittel zur Verfügung zu haben. Insofern handeln wir durchaus sehr schnell und unbürokratisch, dass das Ganze nicht ganz so übersichtlich erscheint für den Betrachter, das will ich gerne zugestehen, aber das liegt eben daran, dass wir einerseits bereits schon bestehende Förderinstrumentarien nutzen, andererseits für neue Tatbestände, wie zum Beispiel die Nachrüstung von Bussen, neue Förderinstrumente schaffen. Da müssen zunächst die Kriterien erstellt werden, da befinden wir uns in der Ressortabstimmung, das ist noch nicht alles zu Ende, aber wir sind auf einem guten Wege, um dass auch in den Bereichen, wo es noch sich um neue Tatbestände handelt, möglichst schnell soweit zu sein. Für den Fall zum Beispiel wollen wir bis Ende diesen Monats unsere Förderrichtlinien veröffentlichen, damit dann auch vor Ort möglichst schnell das Geld abfließt und Maßnahmen ergriffen werden können, um das Ziel zu erreichen. Ich kürze ab. Zu einer Nachfrage hat der Kollege Lenkert das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, wie mein Vorredner schon andeutete, wird es sehr schwierig sein, die Maßnahmen rechtzeitig vor Gerichtsentscheidung umzusetzen. Deswegen die Frage, planen Sie darüber hinaus weitere Gespräche bzw. auch Druck auf die Automobilindustrie auszuüben, dass zum Beispiel Wartungszyklen verkürzt werden und in den Wartungszyklen kostenfrei AdBlue nachgefüllt wird, damit die Software so gestaltet werden kann in den Automobilen, dass dieses Mittel eben öfters eingespritzt wird. Planen Sie so etwas und dass auch die Kostenübernahme durch die Automobilindustrie erfolgt oder ist das für Sie kein Thema? Kollege, Sie sprechen eine Reihe von Fragen an. Diese Reihe von Fragen wird bei uns behandelt in dafür eingerichteten Expertengruppen. Wir haben 4 Expertengruppen eingesetzt, die auch schon mehrfach getagt haben. Nicht alle Expertengruppen sind bereits schon am Ende ihrer Arbeit angelangt, sondern werden demnächst ihre Endberichte vorlegen. Da befassen sich diese Expertengruppen genau mit diesen Fragen. Welche Möglichkeiten sind technisch machbar bei zum Beispiel Nachrüstungen, wenn es nicht nur um Software geht, sondern um Hardware? Wo ist das technisch möglich, bei welchen Fahrzeugen bringt es wie viel, wer trägt die Kosten? All diese Fragen werden in diesen Expertengruppen intensivst beraten. Und wie gesagt, wir sind schon kurz vor dem Ziel, Ergebnisse vorlegen zu können. Eine weitere Nachfrage zu dieser Frage stellt der Kollege Krischer. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär. Ich habe einer Pressemeldung entnommen, dass Ihr geschäftsführender Minister Schmidt und Frau Ministerin Hendricks einen Brief an die EU-Kommission gerichtet haben, dass gegen Deutschland wegen der zu hohen Stickoxidbelastung in unseren Innenstädten anhängige Vertragsverletzungsverfahren doch einzustellen, da ja das Problem, so habe ich das dem Pressetext entnommen, Ihrer Meinung nach gelöst sei oder jetzt kurzfristig gelöst werde. Ich würde Sie bitten, mir darzulegen, aufgrund welcher Erkenntnisse, Messwerte, Gutachten, was auch immer, Sie zu einer solchen Einschätzung kommen, dass die Frage der Stickoxidbelastung in unseren Innenstädten so weit gelöst ist, dass die EU-Kommission ja das notwendige Vertragsverletzungsverfahren einstellen kann. Herr Kollege Krischer, zunächst ist es richtig, dass es einen gemeinsamen Brief gegeben hat, der Umweltministerin Frau Hendricks und des
geschäftsführenden Verkehrsminister Christian Schmidt an die EU-Kommission mit der Bitte, das Vertragsverletzungsverfahren nochmals dahingehend zu prüfen, ob die Maßnahmen, die wir jetzt bereits eingeleitet haben und die ja auch schon Wirkung erzielen, nicht doch ausreichend sind, um die Perspektive zu eröffnen, dass diese Gerichtsverfahren nicht schlagen werden, dass also die Urteile nicht umgesetzt werden müssen, sondern dass entsprechend rechtzeitig die Grenzwerte unterschritten werden können. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel mit der Automobilindustrie ja verabredet haben, dass 5,3 Millionen der aktuellen in Deutschland zugelassenen Diesel-Pkw in den Schadstoffklassen 5 und 6 optimiert werden. Damit erreicht man bei diesen Fahrzeugen eine Reduktion der NOx-Emissionen um 25 bis 30%. Wir haben weitere Nachrüstmaßnahmen auf dem Schirm und deshalb es gibt ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die wir in die Wege geleitet haben, die in der Addition dazu beitragen, dass wir insgesamt eine Reduzierung der NOx-Emissionen in den Städten erreichen können. Das lässt sich übrigens auch nachweisen an Beispiel der Stadt Stuttgart, die ja jetzt wieder Feinstaubalarm hatte und aber während dieser Feinstaubalarmphase die Grenzwerte nicht überschritten wurden, was NOx anbelangt. Weitere Nachfragen zu dieser Frage sehe ich nicht. Ich rufe auf die Frage 27 des Abgeordneten Stefan Gelb.